und willkommen zu diesem Video. Heute werden wir ein paar Outfits zeichnen und ein bisschen darüber reden, was ich für den Channel alles so geplant habe, weil das hier das erste Video ist. Ja, und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und willkommen zum Voice-Over-Part. Ich glaube, ich erzähle erst mal kurz ein bisschen, was hier vor sich geht. Also ich habe diese ganzen Materialien daraus gelegt, aber ich habe eigentlich nur Bleistift benutzt am Ende und rosa Buntstift. Genau, und dann habe ich erstmal geguckt hier, welches Outfit wir denn als erstes nehmen. Und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert auf der Seite. Das meiste sind irgendwie Selfies, aber super cute. Und dann habe ich erstmal rumgeguckt. Bin ich entschlossen für diese oversized Strickjacke. Und irgendwie den meisten Teil des Videos habe ich hier mit so einen Außenlinien angefangen. Und es hat auch gut geklappt. Das bin ich von mir eigentlich gar nicht so richtig gewohnt. Aber es sieht richtig cool aus am Ende, finde ich. Ja. Und vielleicht kann ich, während ihr das seht, auch schon mal ein bisschen über diesen YouTube-Channel erzählen. Das ist das erste Video. Und ich bin ziemlich zuversichtlich und aufgeregt, weil ich schon ewig das machen wollte. Ich bin eine von diesen, die seit 1000 Jahren schon YouTube geguckt hat und alle kennt und so ein Stamm-Subscriber ist bei den meisten. Ja, wahrscheinlich ihr auch. Wahrscheinlich jeder. Und es wäre einfach das Krasseste, sich selber zu sehen auf YouTube. Also es wäre auch ein bisschen komisch. Stellt euch mal vor, man sieht dann irgendwo so ein eigenes Video, wird so vorgeschlagen. Das wäre ganz schön verrückt. Naja, genau. Und deswegen hatte ich jetzt mal Bock, das auszuprobieren. Und habe eigentlich auch relativ viele Ideen, was ich noch so alles machen könnte. Weil ich versuche, mir Animieren beizubringen momentan. Also schon länger, aber es sieht noch ein bisschen holprig aus. Und ich habe dann irgendwann so eine Künstlerin gesehen, die so mit, ich glaube, oder mit, naja, jedenfalls mal animiert sie direkt auf der Wand und in dem Raum und praktisch der Raum ist das Set und sie animiert die Figuren halt an der Wand, indem sie direkt auf die Wand malt. Und das fand ich richtig verrückt und aber richtig cool. Und es sieht mega aus. Also vielleicht kann ich ja mal was hier unten verlinken, dass ihr euch das auch angucken könnt. Und ja, sowas würde ich gerne machen. Also ich finde die Verschmelzung richtig geil von einem echten Set und animiert da drin. Genau, deswegen wollte ich eigentlich eins bauen, so ein Miniaturset, und habe mir schon so Videos für Mini-Papierpflanzen und so angeguckt. Das könnte eine Videoreihe werden. Und dann habe ich auch nebenbei schon wieder ein bisschen mehr animieren gelernt. Das dauert zwar ewig, aber es ist cool. Genau, das Intro ist ja auch ganz einfach gemacht. Und ja, das wäre eine Sache, die ich gerne machen würde. So, hier sehen wir schon die zweite Frau. Und die hier hat mir am wenigsten von den ganzen gefallen, aber es ist immer noch okay rausgekommen. Und naja, es gibt halt auch manchmal so eine Sachen, die so ein bisschen steif aussehen und nicht so, keine Ahnung, die auch nicht so gefallen. Aber das ist nicht schlimm. Genau, und dann war es auch schnell vorbei und dann kommt die nächste. Ja. Eine andere Idee, die ich vielleicht hatte, was ich schon mal sagen kann, sind Nähvideos, weil ich richtig viel genäht habe und umgenäht habe in letzter Zeit, weil man natürlich ein bisschen mehr Zeit hatte. Und dann habe ich die Nähmaschine rausgeholt und mir so Videos angeguckt, was man alles so selber machen kann, weil ich wollte eigentlich, ich war so richtig so auf richtig vielen Seiten unterwegs und habe so Warenkörbe vollgepackt. Und dann dachte ich so, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich die Sachen, die ich wollte, da eher versucht selber zu machen.
Und dazu kann ich auch nochmal ein Video machen, weil das wäre vielleicht cool auch für euch zu sehen. Und vielleicht möchte ja dann jemand auch sowas selber machen. Weil das meiste ist gar nicht so schwierig. Ja, und dann habe ich auch Stoffe von alten Klamotten benutzt, um neue zu machen und so. Das ist schon ziemlich gut. Außerdem, wenn man so auf mehreren Seiten ist, merkt man auch, wie viele gleiche Sachen überall angeboten werden. Also so die Schnitte, die gerade in sind, von so den Kleidern mit den puffligen Ärmeln und so dem dreieckigen Ausschnitt. Oder weiß ich nicht, wie das beschreiben kann, aber so halt so Vintage-mäßig, so Kleider. Oder diese ganzen richtig kurzen Tops, auch mit den puffligen Ärmeln und so den Gummizügen oben und unten. Ja, das ist überall gerade und kostet verschieden viel natürlich auch, was manchmal auch lustig ist zu sehen. Dann auf einer Seite so für 200 Euro irgendwie so ein Kleid und auf der nächsten dann so für 20. Naja, das hat natürlich auch verschiedene Gründe, aber ja, man kann sie natürlich auch selber machen, das wäre wahrscheinlich am coolsten. So, hier seht ihr auch schon die nächste Zeichnung. Das hat mir richtig gut gefallen, das ist auch richtig gut geworden, finde ich, am Ende. Das Schwierige war hier, so ein bisschen den Unterschied von den Stoffarten zu zeigen, weil sie hat so ein T-Shirt an und darunter halt so ein, ja, so ein bisschen durchscheinendes, so ein dünnen neongrünen Stoff irgendwie, der so lang ist und der ein bisschen stretchy ist auch. Ja, das habe ich ein bisschen versucht darzustellen. Ja, was fällt mir noch? Was wollte ich noch für Videos machen? Auf jeden Fall ja, mehr Mal-Videos auch. Mal- und Grafik-Videos. Weil ich ja nebenbei auch noch studiere. Und vielleicht, wenn da mal eine coole Aufgabe ist, kann ich dafür auch ein Video machen. Aber momentan sind keine coolen Aufgaben. Also, und dann sind ja auch Ferien. Aber vielleicht kann ich irgendwas, was damit zu tun hat oder was davon inspiriert ist. Ich habe neulich so Logo-Redesign-Videos geguckt, wo halt so Logos neu designt wurden. Und ich fände das richtig cool. Also ich würde gerne so Videos machen, wo man Logos so auf mit einem bestimmten Stil neu malt. Zum Beispiel Logos in süß. Oder irgendwie so halt. Oder in Vintage. Oder irgendwie sowas Cooles. Ja. Und als nächstes, da habe ich nicht so schnell was... Das ist der Hund. Oh mein Gott. Ich muss mal schnell gucken gehen. Okay, ich bin wieder da. Ja, und hier die Strickjacke fand ich super cute. Aus Pfirsichen, denke ich mal. Und die ist richtig süß. Genau, was... Wo waren wir gerade? Ach so, ja, so ein Logo-Redesign. Das würde ich auch richtig cool finden. Oder auch irgendwie so Kochvideos, weil wir richtig viel kochen. Und, richtig geil auch kochen. Und das wäre bestimmt lustig. Naja, so. Natürlich auch mal so Standardvideos. Oder wo ich euch zeige, was ich schon alles genäht habe. Oder vielleicht auch so Outfits dazu mache. Das wäre doch ziemlich nice. Ja, so eine Art von Videos. Habe ich richtig Bock. Oder auch Gartenvideos. Gibt's auch. Naja, ihr werdet ja sehen, was rauskommt. Auf jeden Fall, was ich erstmal im Blick habe, ist ja, die Animationsreihe, wo wir so zusammen das Set bauen und dann die Geschichte entwerfen, parallel, was im Film vorkommen soll und dann animieren. Darauf habe ich richtig Lust. Und ich habe auch schon mal neulich so eine Test, so eine kleine Mini-Monstera gemacht aus Papier, die auch mega cute geworden ist. Sorry für das Geräusch. Ja, oder so Sketchbook-Touren, alles Mögliche. Genau, und das hier, diese letzte Zeichnung, die habe ich mit so einem richtig, richtig dünnen, ich glaube, 1 Millimeter oder so,
Kulli gemacht, den ich richtig gerne für Sketching mag, weil es ist zwar Kulli, kannst du ihn nicht wegmachen, aber dadurch, dass es so dünn ist, sieht man es halt auch nicht so richtig, wenn jetzt mal ein Strich irgendwie daneben geht. Und dann habe ich das hier noch so abgerundet mit Rosa. Das sieht richtig cute aus. Und daneben ist, glaube ich, ein anderes Bild mit demselben. Genau, und daneben habe ich ein anderes Bild mit demselben Outfit gemalt. Ja. Ach, weil es so süß war. Was ich immer richtig schwierig finde, ist so Lächeln. Oder noch schlimmer ist so mit offenem Mund so lachen, dass es nicht creepy aussieht. Weil oft malt man dann so den offenen Mund, aber es sieht nicht so locker aus, sondern so steil. Und dadurch wird es dann so ein böses Lachen. Und wenn dann praktisch die Augen nicht mitlachen, dann wird es richtig creepy. Und deswegen bin ich da noch nicht so ein Master, aber bei ihr finde ich es ganz gut geworden. Und ja, die Strickjacke ist halt wirklich. Ich habe auch, ja, was ich noch bieten könnte, sind so Häkel- und Strickvideos, weil ich habe mir neulich eine Strickjacke gemacht und auf die bin ich ziemlich stolz. Die ist richtig schön geworden. Zwar mit zwei verschiedenen Wollarten, weil die eine dann alle war und die gab es dann einfach nicht mehr in dem Laden, aber das macht es irgendwie auch süß. Ja, also das hätte ich alles noch zu zeigen. Und ich freue mich, wenn ihr hier auf dem Kanal bleibt und vielleicht abonniert und kommentiert. Das wäre super. Ich bin super gespannt, wie das hier alles so laufen wird auf YouTube. So, welche Rückmeldungen kommen und ob überhaupt jemand die Videos guckt und Rückmeldungen kommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie eine Nachricht hinterlasst. Hier sehen wir... das sind alle fertigen Bilder, die wir heute gemacht haben. Ich finde, es war ganz gut. Hier ist nochmal ein kurzer Ausschnitt, wie ich das gefilmt habe. Mit einem Handy-Tape an der Lampe. Genau, also bis zum nächsten Mal.